Woher hat die Alte gewusst, dass wir hier sind? Wir sind durch die ganze beschissene Stadt gelaufen, haben, okay, ich habe sehr viel Aufmerksamkeit erregt, ich habe mindestens 20 Polizisten getötet, aber jetzt mal im Ernst, woher hat die das gewusst? Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Syndicate. Wir machen weiter mit Evie. Zimmer mit Ausblick. Hinweise führen Evie dichter an den Edensplitter heran. Wenn wir das hier abgeschlossen haben, kriegen wir einen neuen Anzug für Evie. Dann strengen wir uns mal an. Den Mitgliedern des Parlaments und allen anderen. Also führen die Hinweise aus dem Kenway-Haus zu diesem Monument. Welch wunderbare Zeitvertreib, mir zu folgen und offensichtliche Fragen zu stellen. Da Henry nicht mehr hier ist, dachte ich, du freust dich über die Gesellschaft. Ich benötige keine Gesellschaft. Und Mr. Green folgt ein paar eigenen Spuren. Oh ja, Mr. Green. Welch faszinierende Idee. Oh bitte, Mr. Green, sehen Sie sich mal dieses Buch an und stehen Sie dabei ganz nah neben mir. Ich habe nie... Du magst nichts Besseres zu tun haben, aber ich versuche, die Assassinen zu beschützen. Ach, tust du das? Was hat Vater immer gesagt? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Genau das. Aber egal, ich bin weg. Wenn ich weitere sinnlose Hinweise für dich finde, melde ich mich. Bis dahin werde ich deine Abwesenheit genießen. Ja. Du bist doch nur zickig, dass er den Nagel genau auf den Kopf getroffen hat. Okay, ich hab's schon entdeckt, aber wie komme ich da rein? Was für ein Aufruhr! Sie benehmen sich ja wie Kinder! Sie sind wirklich sehr undankbar! Wollen Sie denn wirklich in einer Feuerfalle leben? Ja, ist richtig was los. Sonst wäre es ja auch voll langweilig. Warum kann die Alte das eigentlich nicht machen? Ups. Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott. Ja, ist ja gut. Ich hab's so verkackt. Ja. Sag mal jetzt mal im Ernst, warum kann die Alte das nicht machen, wenn nicht so viel los ist, wenn keine Demonstration gerade am Start ist? Warum muss ich es jetzt machen? Nein, du siehst mich gar nicht. Alter! Von so weit oben! Dein Ernst? Dein Ernst? Das war ein Scharfschütze. Ey, in der Einheit war ein Scharfschütze. Es funktioniert absolut gar nichts. Oh mein Gott. Ja, ist gut. Ab und zu muss man auch mal failen. Sonst macht es ja keinen Spaß. Sie hat auch so eine Schnalle am Bein. Das ist wohl neue Mode. Die Hose gefällt mir. Aber der Mantel gefällt mir nicht so. Das Rote hier oben und das da an der Seite gefällt mir irgendwie nicht so. Mal sehen, wie der neue aussieht, wie die neuen Klamotten aussehen. Falls wir diese Dingsbums hier schaffen sollten, die Mission, und den dann bekommen. Feuer, um sicherzustellen, dass eine der aber Jacob war cool. Zwinker, zwinker. Ja, Mr. Green. Ja, hier ist ein neues Buch. Dann können sie noch näher an meiner Seite stehen. Das war echt voll geil. So, hier hängt kein Polizist. Hier muss ich aber auch nicht hin. Unsere Gesetzesvorschläge stellen sicher, dass auch die Häuser jetzt mal... Kann ich noch höher? Ja. Einfach mal so. Weil wir es können... Okay, man sieht zwar nicht so viel, aber guck mal da. Die Themse und den schönen Rauch. Alles voll neblig. Ja, sieht doch toll aus, oder? So, jetzt mache ich einen Attentat und knalle. Wie ist der Todessprung? Scheiß doch drauf. Oh, ich probiere es einfach mal. Hey! Ich wollte nur dieses Glitzer-Ding haben. Hören Sie doch auf zu schreien. Sie müssen nur aus Ihren Häusern ausziehen, wenn diese unsicher sind. Bitte, zeigen Sie etwas Respekt für unsere Gäste. Was? Da war Kreis. Ich hab Kreis gedrückt, du Arsch. Entschuldigung. Nein. Hau doch ab. Hau doch einfach ab. Ich hab...
Du erschießt nicht einen von meinen Rooks? Blöder Penner! Ja, komm! Du erschlägst nicht einfach meinen Rock. Die haben dir überhaupt nichts getan. Blöder Penner. Ich finde es total unter aller Sau, was die hier machen. Und ich lasse mich auch trauen von jedem Mistkerl. Das gibt's nicht, Treffen. Ja, die Tragödie passiert nie wieder. Hättet ihr einfach meine Rocks in Ruhe gelassen? Stirb einfach! Meine auch, du blöder Penner. Spinnst wohl. So, jetzt ist Schluss hier. Mit dämlichen, dummen... Doch. Hier sterben voll viele Menschen. Natürlich, würde ich auch schreiben, wenn hier eine Bekloppte rumrennt und alles kalt macht. Die haben aber angefangen. So, und ich war schon da und halb Kreis gedrückt gehabt. Immer diese Unterbrechungen. Hören Sie doch auf zu schreien. Sie müssen nur aus ihren Häusern ausziehen, wenn diese unsicher sind. Bitte, zeigen Sie etwas Respekt für unsere Gäste. Ach, Klappe. Was für Gäste? Unser neuer Vorschlag wird dafür sorgen, dass dieses Land durch bessere Sicherheit. Ich will da hoch. Mit mehr sanitären Anlagen und weniger. Ich will da hoch. Die konnte die ganze Zeit da hochkraxeln. Mit einem einzigen. Sie benehmen sich ja wie Kinder. Taste. Mit einer einzigen Taste. Und jetzt macht sie wieder nichts, aber dann machen wir es auf die gute alte Assassinenart und klettern einfach ein bisschen hoch. Und danach hätte ich mir eigentlich hier unten beim Händler gleich ein bisschen Medizin kaufen können. Aber ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht mehr so viel Widerstand gibt. Kommt mir bekannt vor. Das Geheimnis von St. Pauls Kathedrale lüften. Todessprung von Seilrutsche in einen Heuhaufen. Wie mache ich das? Wie mache ich jetzt einen Todessprung? So, ich bin jetzt auf dem Seil und ich rutsche hier. Hier unten ist ein Heuhaufen. Wie mache ich den Todessprung? Ich lass los, aber er. Alles, beziehungsweise sie macht nichts. Seltsam. Vielleicht war ich zu hoch, dass er sich nicht das getraut hat. So, bevor wir hier weitermachen, gehe ich erstmal zum Händler. Jupp, bitte alles auffüllen. Einmal alles auffüllen. Dankeschön. Ich hoffe, es war alles zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, ein bisschen teuer, aber sonst alles gut. In Ordnung. Die können ja hier weiter rumschreien und dass ich die ganzen Polizisten abgeschlachtet habe, interessiert hier keines. Kein Mensch? Gut, dann eben nicht. Also, ich würde sagen, da das 100 Jahre braucht, bis ich da drüben bin, wir sehen uns, wenn ich da drüben bin. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Ich habe mir jetzt mal eine Kutsche ausgeliehen und bin nicht zu Fuß gelatscht. Und wir wären bei dem Gebäude, wo wir hin müssen. Nur ich habe wieder keine Ahnung, also das mit der Seilrutsche und mit dem Heuhaufen, weiß ich nicht genau, wie das funktionieren soll. Hier stehen auch ziemlich viele Leute rum. Hier ist auch eine Statue. Und hier wird ein Foto noch gemacht. Da ist ein Heuhaufen. Aber wie soll ich mit einer Seilrutsche da einen Todessprung machen? Und warum hält sie sich jetzt nirgendwo fest? Jetzt da war gerade. Habt ihr es gesehen? 2 Sekunden vorher war da das komische Ding. Ich will es ja nur noch mal probieren. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Okay, okay. Hoch hier. Da
Da unten ist der blöde Heuhaufen. Kann ich mich irgendwo... Irgendwie nicht. Gut, dann eben nicht. Dann machen wir erstmal die Kiste hier auf. Und auf. Was? Ich bin... Okay, dann eben nicht. Ich darf keinen Todessprung machen. Ich bin einen Schritt zu weit gelaufen und deswegen darf ich es jetzt nicht machen. Toll. Kannst du bitte aufhören, das... Genau. Ich könnte dich manchmal... Aber dein Bruder genauso, also es hat nichts mit dir zu tun. Ich möchte da einfach nur rüberspringen. Meinst du, das kriegst du hin? Es kann doch nicht so schwer sein, hier rüber zu hopfen. Selbst ich krieg das hin. So. So, lösen wir mal das Rätsel. Was die alles dabei halt. Sehr fortschrittlich. Oh nein. Das Rätsel beistert Pauls lösen. R2 und L2 drücken, um die Räder zu drehen. Die Räder drehen, um die Symbole auszurichten. Ja. Und wer hat mir gesagt, welche Symbole richtig sind? Das steht nun mal wo, bitte? Es gibt 3 Symbole. Und wie weiß ich, was stimmt? Okay, brauchen wir es erstmal so. Ich weiß nicht warum. Wir machen es einfach mal so. Das geht nicht, weil da oben ist jetzt kein Symbol mehr. Dann müsste dann ein Punkt oder ein E. WTF. Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Und ich krieg auch keinen Hinweis oder sonst irgendwie was. Schön. So, hier ist es eh. Und die komischen Punkte. Ich denke, das muss immer übereinstimmen, oder? Gibt's hier auch dieses komischen... Dieses 1 und die 0. Nehmen wir mal das. 1 und die 0. So. Das hat schon mal Klick gemacht. Also es hat sich schon mal richtig angehört. So, dann brauchen wir hier die Punkte. Warte mal. Das waren noch die... Achso, das waren falsche Punkte natürlich, weil die stehen nicht in der Reihe. Die stehen so links ein bisschen daneben. Also brauche ich die Punkte. Jetzt brauche ich hier das blöde E. Dann brauche ich hier das komische... Dreieck, andere Seite bitte. Halt noch, Opa. Geht doch. Okay. Okay. Es ist da ganz oben. Ja. Habe ich gesehen. Ich weiß zwar nicht, was da ist und was da jetzt aufgeploppt ist, aber es war da ganz oben. L1. 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 Jetzt hat L1 seine Chance verloren. Ja. Und jetzt kam L1. Das ist doch voll ätzend. Einmal hoch. Wusch. Noch eine Etage höher, bitte. Noch eine Etage höher, bitte. Danke. Immer noch höher. Alter Schwede. Warum müsste es immer alles so weit oben sein? Noch mehr. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ich will die neuen Klamotten sehen. Was ist jetzt da? L1 betreten. Der Schlüssel zum Gewölbe und zum Tuch.
Stopp. Ist hier noch irgendwas anderes? Nein. Nur die komische Kette. Guten Tag, Miss Fry. Das nehme ich. Sie wollen das Tuch, um ihre Macht zu festigen. Aber was, wenn es zu mächtig ist? Und wozu wollen Sie das Tuch? Nur damit die Templer es nicht bekommen. Typisch Assassinen. Die Macht des ewigen Lebens zu besitzen, aber sich dann nicht trauen, sie einzusetzen. Ewiges Leben? Glauben Sie, das hat das Tuch zu bieten? Was ich glaube, hat sie nicht zu interessieren. Oh Gott, wir werden sterben. Oder ich werde sie einfach hinrichten, komm ja. Todesschuss. Ne? Wer hat hier die Kette? Ivy, ich hab das so cool gemacht. Wehe, du lässt dir das jetzt klauen. Schmeiß er durchs Fenster! Schmeiß er durchs Fenster! Lass los! Kommen Sie mit! Ich habe andere Pläne. Du blöde Kuh! Die Kette! Verdammt! Nicht dein Ernst! Mädel! Alle Angriffe von Lucy kontern. Yes, ich bin so cool. Und wir haben ein neues Gewand. Ein neues Gewand. Und einen Schalter. Einen komischen Schalter. Woher hat die Alte gewusst, dass wir hier sind? Wir sind durch die ganze beschissene Stadt gelaufen, haben, okay, ich habe sehr viel Aufmerksamkeit erregt, ich habe mindestens 20 Polizisten getötet, aber jetzt mal im Ernst, woher hat die das gewusst? So, Inventar. Monturen. Neues Gewand. Lady Melines Gewand. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Lady Melines Gespür für Mode wird an der üppigen Seide und den feinen Stickereien dieser Montur erkennbar. Eingenähte Waffen, Futterale und Halfter bringen auch die dunkleren Neigungen der Lady zum Ausdruck. Erhöht die Wurfmesserkapazität um 2, erhöht die Kapazität halluzinogener Bolzen um 2, erhöht Rauchbomben und erhöht Galvanibombenkapazität um 2. Das sind die Schockbomben, denke ich mal. Ich finde, das sieht echt gut aus. Deswegen gleich mal anziehen. Und dann brauchen wir natürlich noch eine andere Farbe, oder? Also, braun, nee, dann sieht das hier besser aus. Braun ist nicht so. Grün, Waldgrün, Taube ist, sieht nicht schlecht aus. Sieht auch nicht schlecht aus. Es geht. Keine Ahnung. Da finde ich braun hübscher irgendwie. Da hatten wir lila. Dunkellila. Ist schon besser. Und, ach komm, hier, blau, machen wir mal blau. Wir machen jetzt mal blau und in den anderen Folgen rennen wir mal ein bisschen anders rum. Natürlich möchte ich gerne rot haben, sieht cool aus. Da muss ich aber noch 30 gepresste Blumen sammeln und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Für das hier brauchen wir 25, einfach nur das typische Weiß von den Assassinen. Und da brauche ich für richtig schwarz, brauche ich noch 20, muss ich noch sammeln. Wie gesagt, also die komischen Dinger sind gar nicht so einfach zu bekommen. Jetzt lassen wir es erstmal blau. Irgendwas zeigt er mir hier noch an wegen Waffen. Wir haben eine neue Waffe. Wo habe ich denn eine neue Waffe? Nix, neue Waffe. Ich muss erst wieder stärker werden. Ja, wir haben einen neuen Dolch bekommen. Aber wir kämpfen ja mit dem Stockdolch. Und die Waffe sieht auch echt gut aus. Okay, alles hier weg. Und wir betätigen den Schalter, der so schön uns anfunkelt. Hallo? Wusch. Und wir gehen ins Licht. Tu es nicht! Und wir sind draußen. Das war mies. Voll mies. Ich hab gedacht, da kommt jetzt noch Wunder was.
Und wie der Seilrutschentrick funktioniert mit dem Heuhaufen, kein Schimmer. Keinen Schimmer. Da können wir nochmal das Adlerauge reinschmeißen. Vielleicht ploppt ja noch irgendwas auf, was wir hier so erledigen könnten. Sieht aber nicht so aus. Dann würde ich sagen, ist mal wieder der gute alte Jacob dran, ne? Oder sollen wir noch was mit Evie machen? Haben wir hier noch irgendwas? Hier noch eine M-Mission. Ich mag aber den Karl Marx irgendwie nicht so. Sonst habe ich hier nichts. Und da unten ist wieder der gute Jacob. Hier ist noch eine D-Mission von Charles Darwin. Aber ich bin noch nicht Level 8. Ich bin erst Level 7. Ich brauche noch ein paar Punkte. Deswegen würde ich sagen, machen wir doch mal diese dumme Mission hier mit Karl Marx. Wir sind ja schon in der richtigen Ecke. Hängen wir ja schon ab. Dann müssen wir jetzt nur noch irgendwie hier... Na, ja, das müssen wir nicht machen. Komm mal her, hier. Wir müssen einfach einen Todessprung machen. Ja, so geht's auch. Okay, Gott sei Dank hast du sie festgehalten. Und sie hat jetzt wieder in den Abgrund gestürzt und gestorben. So. Ich würde aber sagen, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis ich da hingelaufen bin, dauert es nämlich wieder eine ganze Weile. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Teil wieder. Bis dahin. Ciao.